So, meine Freunde, moin zusammen. Ich grüße euch zu diesem Video. Danke fürs Einschalten, herzlich willkommen. Und wenn ihr neu seid, Abo dalassen. 100.000 müssen wir endlich knacken, Leute. Los, los, los. Also, dementsprechend, wir haben eine News. Autobahn-App wegen Millionenkosten Fall für den Rechnungshof. Ihr habt richtig gehört. Die Protagonist ist hier Andreas Scheuer und er hat mit seinem Ministerium, Verkehrsministerium, die Autobahn-App rausgebracht. Der eine oder andere wird sie bestimmt runtergeladen haben. Nein, eher nicht, denn es gibt Google Maps und es gibt Apple Karten, die das sehr gut können. Navigation, Verkehrsübersichten geben können, Stauansichten. Sie errechnen sogar ganz genau, wie lange meine Fahrzeit ist, trotz einem Stau. Sie routen mich auch um auf den Strecken etc. pp. Ihr kennt das alle. Aber nein, im Verkehrsministerium hat man es als wichtig erachtet, dass man hingeht und 1,2 Millionen Euro für eine wirklich grottenschlecht programmierte App investiert, / aus dem Fenster schmeißt, um eine solche eigene App auf den Markt zu geben. Und wenn man sich die Bewertungen hier anguckt, sind hier im Apple App Store aktuell, wo ich das Video aufnehme, 327 Bewertungen und satte 2 Sterne für diese App vorhanden. Und ich habe mir sie auch mal runtergeladen und angeguckt. Es wird gegendert in der App. Das ist schon mal der Knaller. Und sie ist von der Aufmachung her, ich finde sie nicht sinnvoll und nicht sehr strukturiert gut gemacht. Und ich habe selber auch eine App mitentwickelt und im App Store, die aktuell leider nicht verfügbar ist, weil mein Programmierer sich nicht meldet. Wenn ihr einen Programmierer an der Hand habt, dann sagt mir gerne Bescheid. Das wäre ganz cool, oder wenn ihr selber einer seid. So, aber darauf zurückzukommen. Wie kann es denn sein, dass man hier hingeht und Zitat, so heißt es nämlich hier, und da muss man die Grünen wirklich mal loben, der verkehrspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Stefan Gelpaar, geiler Name, Zitat, mehr als 1 Million Euro für eine App ohne jeglichen Mehrwert. Das ist eine Posse und damit ein Fall für den Rechnungshof. Und da hat der Mann recht, denn wie kann es denn sein, dass hier eine App programmiert wird, wo überhaupt keine Nachfrage besteht, wo auch kein Bedarf vorhanden ist. Also ich finde es einfach nur lächerlich, aber unsere Gelder werden halt so einfach rausgeballert. Und das ist ja nur in Anführungsstrichen, ich hätte so gerne 1,2 Millionen Euro, aber im Verhältnis dafür, dass ja von Kapsch und Eventim bezüglich der Pkw-Maut bei dem Herrn Scheuer immer noch über 500 Millionen Euro im Raum stehen oder auch was die große C-App, die meiner Meinung nach auch kein Mensch benutzt oder nur ein ganz geringer Anteil benutzt, die kostet ja auch zig Millionen Euro. Da sieht man halt einfach, wie sinnfrei unsere Steuergelder verprasst werden. Und das ist schade und das muss auch richtige Politikerhaftung dafür geben für so einen Unsinn. Oder sehe ich das falsch? Also, Abo da lassen, bis zum nächsten und ciao.